Sekretärin im Bundesumweltministerium meint, dass Energieeffizienz nicht nur eine Chance, sondern zwingend geboten sei. Sie ergänzte im Mai, unnötiger Energieverbrauch bedeutet zusätzliche Kosten, ist damit ein erheblicher Wettbewerbsnachteil, treibt die Energiepreise und beeinträchtigt die Versorgungssicherheit. Und die Bundesregierung hat sich also große Ziele gesteckt. So soll der Stromverbrauch im Vergleich zu 2008 um 10% bis 2020 und um 25% bis 2050 gesenkt werden. In diesem Sinne startete Bundesumweltminister Altmaier im Herbst letzten Jahres eine Stromsparinitiative und ließ verlauten, dass der Bundesumweltminister im nächsten Jahr zusätzlich zwischen 50 und 100 Millionen Euro in die Hand nehmen wird, um das Thema Stromsparen weiter voranzubringen. Jetzt könnte man sagen, wichtige und richtige Aussagen, sinnvolle Ziele und Ankündigungen mit finanziellen Mitteln hinterlegt. Könnte man sagen. Denn leider steckt dahinter nichts außer Plattitüden, hohlen Ankündigungen und Wünschen. Naja, fast nichts. Eine Homepage, das ist alles, was aus Altmaiers Ankündigungen geworden ist. Eine Homepage für 600.000 Euro. 600.000 Euro von angekündigten 50 bis 100 Millionen Euro. Eine traurige Bilanz der Stromsparinitiative des Umweltministers. Ein einziges Projekt, 1% der angekündigten Mittel sind eingesetzt. Und als wäre diese Bilanz noch nicht traurig genug, ist die Reaktion des Ministeriums, weitere vage Förderprojekte in Aussicht zu stellen, die sich, Zitat, möglicherweise durchaus noch in diesem Jahr ergeben könnten. Aber ganz ehrlich, eigentlich ist das Ganze kaum verwunderlich, denn wenn ich mir die Energiewende, die Diskussion um das EEG und den Klimaschutzfonds anschaue, das Bild verfestigt sich. Altmaier ist Ankündigungsminister, der ganz groß darin ist, Luftschlösser zu bauen, aber früher oder später lässt entweder Kabinettskollege Rösler oder Altmaier selbst die Luft ab und übrig bleibt ein Häufchen Elend. Meine Damen und Herren, so schafft Deutschland nicht nur die von uns Grünen, sondern auch von Klaus Töpfer geforderte wichtige ökologische industrielle Revolution auf keinen Fall. Und das ist nicht nur ein Armutszeugnis für den Bundesumweltminister, sondern besonders dramatisch für finanzschwache Haushalte, die besondere Unterstützung bei Anstrengungen zum Energiesparen benötigen. Sie müssen von besseren Energieberatungsangeboten und der Markteinführung besonders energieeffizienter Geräte profitieren. Dafür muss Geld in die Hand genommen werden und nicht für eine Homepage. Und wir in NRW gehen da ja nun schon voran und ich bin da sehr froh, dass wir das Projekt Beratung und Informationsangebot für einkommensschwache Haushalte massiv ausgeweitet haben und eben nicht einfach nur Politik mit großen Worten machen. Und darüber hinaus braucht die Energiewende und folglich auch die Energieeffizienz konkrete Initiativen, besonders in folgenden Bereichen. Die Bundesregierung muss endlich auf Basis der EU-Energieeffizienzrichtlinie die Energieversorger dazu verpflichten, durch Effizienzmaßnahmen bei ihren Kundinnen Energie und Kosten einzusparen. Wir brauchen endlich den Top-Runner-Ansatz, der in anderen und schon in über 50 Ländern eingeführt wurde, wo eben klar ist, dass das beste Gerät am Markt die Effizienzstandards für die nächsten Jahre festlegt und so eine wirklich Weiterentwicklung möglich ist. Und seit Jahren wird darüber geredet, aber nichts passiert. In anderen Ländern, ja, was ist denn bei dem Thema passiert? Gar nichts. In anderen Ländern wird schon lange mit strengeren Standards auch für die Wirtschaft gearbeitet. Ich nehme als Beispiel mal die USA, die ja sonst eher nicht so bekannt für strenge Regularien sind. Aber genau die haben beispielsweise eine Norm für Elektromotoren in der Wirtschaft. Und würden wir diese Norm in Deutschland einführen, könnten bis zu 50% der Stromkosten eingespart werden. So könnten Belastungen von Unternehmen für ihre Energiekosten gesenkt werden, ohne die Verbraucherinnen und Verbraucher zu belasten. Zu der Stromsparinitiative von Bundesumweltminister Altmaier gehört auch ein runder Tisch. Und der wurde jetzt vor wenigen Tagen erst auch aus dem Teilnehmerkreis heraus in der Presse als Werbeveranstaltung für den Umweltminister beschrieben. Ich muss sagen, ich finde das eine etwas schlechte Werbeveranstaltung und nicht gerade positiv für ihn. Als trauriges Fazit bleibt mir zu sagen,
Entweder Herr Altmaier versteht sein Handwerk nicht, oder es handelt sich wieder mal um eine bewusste Verhinderungspolitik. Denn ehrlich gesagt ist seine Stromsparinitiative das Papier nicht wert, auf dem sie steht. Die Energiewende braucht keine Luftschlossbauer wie Herrn Altmaier, sondern eine Bundesregierung, die ihr Handwerk versteht. Vielen Dank, Frau Kollegin Brems. Für die CDU.